Mutter Maria, und spreche voller Liebe zu dir, umarmte sie. Ich umarme dich mit der Fürsorge und dem Schutz, den ich für dich empfinde, denn du bist für mich genauso ein Kind, wie Jesus für mich ein Kind war. Ich bin dir sehr nahe und möchte dich ein wenig mit meiner Botschaft begleite und unterstütze. Großes hast du auf dich genommen. Und beschlossen, gerade jetzt in dieser Zeit zu inkarnieren, um für das Große und Ganze zu dienen. Und so bin ich mit großer Freude an deiner Seite. Dieses Große und Ganze, die göttliche Ordnung vollzieht sich zuerst in deinem Herzen. Um dann sich auch im Außen vollziehen zu können. Aus diesem Grund werde ich heute für dich wirken. Sehr viel Heilung ist schon geschehen, und dennoch gibt es immer wieder Dinge, welche geheilt werden können. Dennoch zeigen sich immer wieder neue Strukturen, welche vorher verdeckt waren und dich nicht berührten. Aber sobald sie sich zeigen, ist es an der Zeit, diese Strukturen zu lösen. Denn alles, was ich in dir lösen darf, löst sich auch in der Gemeinschaft aller Menschen auf der Erde, im Hologramm, dort, wo Heilung fließt. Fließt sie dann durch die Linien des Hologramms von Mensch zu Mensch, von Ort zu Ort. Und nun möchte ich für dich wirken. Und ich möchte in deinem Herzensraum für dich wirken. Und ich bitte dich, mir die Erlaubnis zu geben, in deinen Herzensraum einzutauchen,
eintauchen zu dürfen. Und nun sehe ich die Strukturen, welche geheilt werden möchten. So beginne ich mit der Heilung deiner weiblichen Seite, deiner weiblichen Verletzung. Aus allen Inkarnationen, welche dich bis heute belasten. Ich sende dir Fürsorge und Liebe. Kläre die Struktur. Nehme dir die Traurigkeit und die Angst, dich fallen zu lassen. Nehme dir die Angst, zu vertrauen. Zu dir zu stehen. Dich hinzugeben und zu empfangen. Und nun werde ich deine männliche Seite von den Strukturen befreien, welche dich durch viele Inkarnationen verletzt haben und noch verletzen. Ich nehme dir die Angst zu versagen. Ich nehme dir die Angst zu weinen. Die Angst, nicht gut genug zu sein. Und ich nehme dir all das, was dich in der menschlichen Liebe verletzt hat, so wie es jetzt richtig und gut ist.
ist es geschehen. Beide Energien werden jetzt ausgeglichen. Zuversicht trägst du jetzt in deinem System. Und so führe ich dich, so wie du jetzt bist. Ich führe dich in dein persönliches Feld, nach Quintas. Und so tauche ein mit mir durch deinen Seelensee in deinen persönlichen Raum. Fühle die Energien. Lade dich auf mit dieser Energie. Und wähle ein Geschenk aus deinem Raum aus. Etwas, was du Jesus schenken möchtest. Und nun lasse dich führen von deinem Vertrauen, von deinem Kelch der Liebe. Lasse dich führen. Dein Vertrauen zeigt dir den Weg. Und führt dich vor die Tore von Samatha. Samatha leuchtet. Bringe dein Geschenk in die Hallen. Und vielleicht begegnest du Jesus. Thank you.
darfst du dich zu seinen Füßen setzen. Du darfst ihm dein Geschenk überreichen. Und vielleicht empfängst du eine Botschaft von Jesus. Vielleicht spürst du seine tiefe Liebe in diesem Moment. So nehme dir ein wenig Zeit. Die Fußspuren beginnen zu leuchten. Es sind die Spuren des Lichtes, welche seit Anbeginn von Jesus Geburt dich bis hierher getragen haben, direkt in den Tempel von Samatha. Und so darf sich das vollziehen. Was die göttliche Ordnung betrifft. Und Quintas darf sich materialisieren. Und so wirst du mit jedem Schritt weiterhin das Licht, das Christuslicht tragen und verbreiten, so wie du es einstmals versprochen hast. So wirst du es immer wieder tun. Es wird keine Situation geben. Und es gab keine einzige Situation, wo du jemals Nein gesagt hast. Denn du bist ein Hüter und Wächter der Erde, des Lichtes. Des Lichtes von Jesus Christus. Und so trägt der Tempel von Samatha jetzt deine Lichtspuren und mit deiner Liebe wird er sich im
immer mehr vergrößern. Und immer mehr Menschen werden den Weg dorthin finden. Und bald, bald wirst du Jesus persönlich gegenüberstehen, ihn mit deinen physischen Augen erkennen. So ist es. Allerliebster Mensch, langsam begleite ich dich in deinem Rhythmus wieder zurück in das Hier und Jetzt. Das Leuchten von Quintas, von Samatha in deinem Herzen. Man wird es in deinen Augen erkennen.